bevor wir jetzt ins Bergwerk einfahren, müssen wir uns noch ein bisschen ausrüsten. Ich habe hier einen Kittel, der dient so ein bisschen als Schutz für die Kleidung, damit ich nicht schmutzig werde und andererseits, damit es mir nicht ganz so kalt ist, weil es herrschen lediglich 13 Grad unter Tage. Was fehlt mir denn jetzt noch? Jeder Besucher bekommt auch so eine Schutzkappe bzw. einen Helm. Den muss man aufziehen. Auf geht's zu unserer Gruppenfahrt. Ja, hallo, hier bin ich wieder. Unterwegs sieht man jetzt die Sohlen des Bergwerks. Stockwerk. Die erste bei 40 Meter. Die müsste gleich kommen. Da. Die zweite ist bei 65 Meter. Da ist sie. Dann sind wir gleich schon bei der 100 Meter Sohle. Da war sie. Die Geschwindigkeit beträgt maximal 4 Meter pro Sekunde, die der Korb hier nach unten fährt. Das ist die 125 Meter Sohle gewesen und gleich sind wir dann auf 150 Meter, wo wir aussteigen können. So, wir sind auf der 150 Meter Sohle angekommen. Also an dieser Stelle hier, dem Füllort, kam das Erz aus dem Abbaubereich mit Zügen. Die Wagen wurden einzeln auf die Förderkörbe geschoben, nach oben transportiert. Nach der Aufbereitung wurde das Erz mit einer Seilbahn zur Lahntalbahn transportiert. Noch früher ist das Erz aus unseren Gruben teilweise auch mit Schiffen, also auf Kähnen, landabwärts gebracht worden. Wir sind hier am Bahnhof auf der 150 Meter Sohle und fahren jetzt etwa einen halben Kilometer und dann gelangen wir in den Abbaubereich. Während der Fahrt bitte ruhig sitzen bleiben. Hier bilden sich an der Stelle Tropfsteine, denn in unserem Deckgebirge, das aus Kalkschiefer besteht, ist ja Kalk. So entstehen dann diese Sinterungen. An dieser Stelle hier haben wir mal einen Abbau nachgestellt. Also wir blicken hier hoch in einen Abbau. Man sieht dort den Bohrhammer. Wohl hat vorne einen Bohrkopf. Auch wenn man Erdöl sucht, muss man das heute haben. Das Herstellen der Bohrlöcher. Oh.
Hier unten auf der 150 Meter Sohle haben wir konstant übers Jahr 13 Grad Celsius. Es ist auch ein schönes Gefühl, endlich wieder am Licht, ja. Frische Luft. Ja.